Ja, erstmal vielen Dank, dass du das mit mir machst, Alex. Ja, gerne. Unser kleines Experiment. Ja. Heute soll es um Loop Hero gehen und wir testen einfach mal alle verrückten Kartenkombos, die uns untergekommen sind. Und natürlich haben wir auch recherchiert. Auch wenn ihr gleich seht, dass ich noch nicht ganz mit dem Spielstand durch bin, ist das tatsächlich, habe ich zwar noch nicht alle Karten freigeschaltet, aber das sind alle Kartenkombos, die es gibt im Spiel. Das heißt, die Kombinationen sind alle freigeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr an Kapitel 3 seid, könnt ihr das genauso nachmachen, wenn ihr denn überhaupt wollt, denn man braucht nicht alles, um an den Endgegner zu kommen. Hast du auch die Kombination drin, wo dann am Ende, wenn man Gebäude wieder entfernt, da passiert dann ja auch manchmal noch was? Genau, die habe Okay. ich auch. Also es gibt, glaube ich, eigentlich nur diesen Blutpfad, ne, der da sich darauf auswirkt. Naja, du kannst halt, es gibt ja diese Schatzkammer, wenn man die komplett umringt Ah hat ja, mit. Mit Gebäuden bekommt man ja diesen Bonus an Ressourcen. Und wenn man das dann so stehen lässt, dann erscheint ja alle paar Tage ein Gargoyle auch. Und wenn Genau. man die Schatzkammer dann rausnimmt. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen. Ach, die Schatzkammer kannst du dann rausnehmen? Oh, Ja, klar, einfach mit das finde ich Oblivion, interessant. zack, wegblitzen und dann kommt kein Gargoyle mehr alle paar Tage. Okay, ja, okay, das stimmt. Das macht Sinn. Okay, ja, dann starten wir mal ins Spiel rein, ne? Okay, ja. Ich sehe alles. Okay, ich starte einfach mal mitten in mein Spiel hinein, um so ein bisschen die Karten zu zeigen, die wir hier haben. Und zwar können wir mit verschiedenen Dingen Kombinationen triggern. Zum Beispiel gibt es das Banditenlager, das ist relativ easy zu kriegen. Das ist, wenn man ein Dorf aufbaut und dann während der Loop noch ein zweites Dorf aufbaut, dann kommen halt die Banditen. Das ist relativ einfach und eingiebig, deswegen zeige ich die gleich einfach so nebenbei. Genauso wie der Berggipfel oder der Blutpfad. Dafür braucht ihr eigentlich auch immer nur so Dorf oder wo ist das Schlachtfeld? Das ist auch generell relativ gut und wichtig, weil man da ja ganz viel Loot abbekommt. Also sollte man das wirklich echt immer dabei haben. Und die Buchothek, die kriegt man relativ spät, wenn man nämlich hier die Bibliothek gebaut hat, wo auch immer sie sein mag in diesem Chaos. Das hier habe ich übrigens so oft gebaut, weil es sehr wichtig wird im Spiel, Dinge auszustatten. Und je mehr man ausstatten kann, desto mehr stacken sich die. Ja, das habe ich leider auch sehr spät erst rausgefunden und mir zunutze gemacht. Ja, dadurch dauern die Runs halt dann auch so lange, wenn man so wenig davon hat. Eben, ja. Genau, und die sind halt so wichtig für den Endboss dann. Das sind halt die permanente Buffs für die künftigen Runs, ne? Genau. Und genauso wichtig sind auch hier diese Wachtürme zum Beispiel, weil man dadurch Armbrustschützen bekommt und wenn man die upgradet, machen die natürlich mehr Schaden. Die bringen aber nur vor dem Lager was und nach dem Lager was. Also so richtig viel kann man mit denen nicht kombinieren. Ich würde auch einfach sagen, dass wir mal eine Runde starten und ich dann, je nachdem, welche Kombination ich zeigen will, die anderen das Deck anpasse. Genau. Ich mache alles mit dem Necromancer übrigens, weil es einfach am einfachsten ist zu zeigen. Und genau, für die ersten Kombinationen nehme ich hier mal alle Karten mit, die Ressourcen geben. Und ich nehme auch mal den Hain und den Bluthain mit, weil dadurch natürlich relativ viele einfache Kombinationen zustande kommen. Die brauchen wir zum Beispiel auch erstmal nicht. Wir wollen ja nicht gewinnen, wir werden gleich eh mittendrin Genau, ja. abbrechen. Ich habe immer das Problem, dass ich mich nicht entscheiden kann, was ich rauswerfen soll aus dem Deck. Und deswegen bleibe ich meistens bei denselben Karten. Ja, du hattest geschrieben, dass du so gewohnheitsmäßig dann immer das Gleiche nimmst, oder? Ja, ich bin ja der denkbar langweiligste Spieler, deswegen bin ich ganz glücklich, dass du das Ding spielst. Also ich habe auch das Problem, dass ich immer zu lange durchhalten will. Ja, genau. Und dann so noch eine Runde, ja, easy. Ach, übrigens, wenn man Ja. hier lange drauf drückt, dann automatisiert sich das, wenn er hier hinkommt, dass er dann nach Hause, also zurück ins Lager geht. Dann kann Ach, man Moment, nämlich. du kannst das vorher schon auslösen, dass er dann später im Lager bleibt. Ach, das ist ja super. Genau, muss einfach lange draufhalten. Okay, ich sitze immer mit schwitzigen Fingern
über dem Bildschirm und denke mir, was ist da drauf? Genau, ich spiele es nämlich auch auf Englisch. Das ist so ein Rogue, ne? Genau. Jedenfalls, den fand ich immer wegen der Art, wie er seine Ausrüstung verdient, durch diese Bounty-Token, war das irgendwie immer ganz cool zum Metallfarmen, und das, die ersten paar Ausbaustufen im Lager sind ja relativ metalllastig auch. Ja, 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 genau, weil dann das ganze Inventar rübergeht. Genau, das komplette Inventar wird quasi mehr oder weniger einmal nach einem Loop rausgeschmissen und dann umgewandelt in Metall. Ja, das ist so witzig, weil ich habe schon das Gefühl, dass die meisten mit Necromancer spielen. Ja. Einfach, weil der halt die meisten Mitkämpfer hat. Ja, ja, genau. Man spielt sich ja auch so für die Erfahrungspunkte immer diese Perks frei. Und da finde ich diesen Rattenwolf auch immer mit am besten, weil du einfach quasi jemanden hast, worauf die Gegner einschlagen können erstmal. Also, dass man selber nicht den ganzen Schaden einnimmt. Genau, ja. Das mit dem Rattenwolf geht aber bei dem tatsächlich nicht. Ja, braucht er auch nicht, ist auch nicht so drauf angewiesen. So, dann, falls ich die richtigen Karten, das ist jetzt so ein Run, da kriege ich natürlich nicht so viele andere Karten, weil ich jetzt 4 Ressourcen habe. Und dann kriegt man meistens sehr viele Ressourcen. Es gibt wohl noch ein Feld, das auftaucht, wenn man die Flusskarten bis zum Wegesrand baut. Mein Problem war, ich konnte das bisher nicht ausprobieren, weil bei mir der Fluss gar nicht zum Wegesrand will. Normalerweise geht das, wenn man hier, also man kann ja quasi hier anfangen, dann bleibt eine Kachel hier oben frei und da müsste dann noch ein Fluss hinkommen können und dann wäre es am Wegesrand. Geht bei mir noch nicht, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach noch irgendwas nicht freigeschaltet dafür oder vielleicht geht es auch erst im 4. Kapitel. Es geht mit den Landschaftskarten normalerweise auch nicht, ne? Also diese ganzen, alles was irgendwie Wiese, Berg oder so. Ja. Ja. Wundert mich jetzt auch. Ja, irgendwie, vielleicht war es auch aber glaube ich nicht. Das muss ja irgendwie drin gewesen sein. Ja, vielleicht geht es tatsächlich erst beim 4. Kapitel oder so. Genau, jetzt haben wir hier den Gargoyle. Das ist mein Lieblingsbuch für den Skelett, weil es immer noch einen maximalen Skelett erhöht. Genau. Dann haben wir die Ruinen. Die sind im 3. Kapitel, die Kapitel erhöhen sich ja auch immer. Mit den nächsten Kapiteln erhöht sich auch die Stats für die Monster. Und hier im 3. Teil haben die halt 3 Eigenschaften. Und deswegen sollte man so Ruinen, weil der diese Würmer, die Fernangriffe können, entweder hier dran bauen, weil du da deine Bogenschützen hast, oder halt irgendwo auf dem Weg. Ruinen sind halt auch deshalb immer sinnvoll, weil die gute Items bringen. Ja. Aber die dürfen halt nicht zu nah an anderen Gegnergruppen stehen, weil wenn man die kombiniert, unterstützen sie die Gegnergruppen. Gerade wenn man zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einen Sumpf bauen würde und dann würden Mücken kommen, wären hier halt alle 4 Würmer noch vorhanden im schlimmsten Falle. Und hätten mega viel Angriffskraft, dann wäre ich wahrscheinlich mit einem Schlag weg. Wie machst du das im Normalfall? Also ich hatte tatsächlich damals immer angefangen, immer wenn so irgendwie so eine enge Schlaufe, wenn der Weg so eine enge Schlaufe beschreibt, dass ich da dann meistens so ganz viele Felder hingestellt habe, Karten hingelegt habe, die Gegner produzieren. Also dass ich da quasi so ein Kill-Gebiet quasi hingestellt habe, weil ich immer diese Laternen benutzen wollte, um die Menge der Monster zu drücken. Aber eigentlich ist es gar nicht so gut, wenn man so krass schwierige Bereiche sich baut auf der Karte, oder? Eigentlich kann man das besser so ein bisschen stretchen, oder? Ja, also es kommt drauf an, in welchem Level du bist. Ich glaube, im ersten kann man das ganz gut machen, weil man dadurch natürlich mehr Ausrüstung bekommt. Genau, ja. Genau, aber hier macht es keinen Sinn, weil die halt eh schon relativ schwer sind, die Gegner. Wo es aber Sinn macht, ist, wenn ich irgendwann ein Vampirschloss bekommen sollte. Ich glaube, ich habe es rausgetan. Vielleicht machen wir es gleich. Wenn man Sümpfe zu Vampirschlössern baut, weil die natürlich die Regeneration dann gegen den Vampir anwenden. Und wir haben ein Schlachtfeld. Mit dem Schlachtfeld können wir eine relativ starke Kreatur beschwören, vor der ich gerade auch ein bisschen Angst habe, weil ich nicht drauf geachtet habe, was wir hier machen.
Aber dann kann ich euch ja schon mal eine sehr, sehr untypische und schwierige Karte zeigen. Das ist nämlich das Schiffswrack. Es cool, bringt ja, nämlich super. Eine Sirene hervor. Und die Sirene ist relativ stark. Die wird noch stärker, wenn man andere Wassermonster, ich glaube, davon gibt es nur noch eins, daneben baut. Und generell ist es dumm, hier ein Schlachtfeld hinzubauen. Das macht man vor die Loop, also wenn man eine Loop beendet hat, damit man natürlich bessere Ausrüstung bekommt. War also nicht so schlau, aber wir machen es ja für den Vorführeffekt. Klar, wenn was schief geht, ist es immer der Vorführeffekt. Es ist halt wirklich immer schon so ein bisschen so ein neues Spiel fast, ne? Weil du hast halt echt so, du gewöhnst dir so an, so bestimmte Werte, Charakterwerte irgendwie mehr oder weniger zu ignorieren. Weil, ja, die, ja. Weil die einfach dem nicht gut sind für den für die Klasse so und dann beziehungsweise ja oder nicht so wahnsinnig förderlich sind für die Klasse und dann das beißt einem dann irgendwann hinten rein, wenn man dann die neue Klasse freigeschaltet hat und dann gewissermaßen sich neu antrainieren muss. Das habe ich voll oft bei so Spielen, wo man relativ, also ich finde es erstmal total spannend und das ist natürlich etwas, was einen dann vielleicht auch am Spiel hält. Ja, total. Aber ich bin auch eher jemand, wenn ich eine Klasse gefunden habe, die mir Spaß macht, dann bleibe ich auch bei der Klasse. Ja. Man muss es halt sonst komplett neu lernen. Es wird irgendwann dann nervig. Genau, aber jetzt haben wir ein paar Kombos. Das ist schon mal sehr geil. Also, wir kamen hier in ein Schlachtfeld. Wenn wir das überlappend mit einem anderen Schlachtfeld machen, dann kriegen wir einen Blutpfad. Und der Blutpfad ist insofern ganz gut, dass er alle 4 Tage nur den Blutklumpen hervorbringt und jeden Tag trotzdem noch eine Schatztruhe. Aber der Blutklumpen selbst ist auch relativ stark, aber der bringt auch richtig gute, also ein bisschen so ähnlich wie der Gargoyle, ne? Der bringt halt dann auch die guten Ausrüstungen. Deswegen versuche ich den eigentlich schon immer zu haben. Aber natürlich eher vor dem Lager, nicht hinter dem Lager. Das ist richtig dumm, was wir da machen. Ja, und wenn wir hier noch ein zweites Dorf hinbauen, was man natürlich immer machen sollte, weil das Dorf heilt ein, dann ist das Schlechte daran aber auch, dass das Banditenlager jetzt erscheint. Ja, klar. Dem können wir uns natürlich gleich erstmal stellen. Du hast die Karte zurückbekommen. Oh, wow, ich habe 3 Dörfer. Yeah. Spielst du die Dörfer immer ohne Weizenfelder? Nee, ich habe die Weizenfelder gerade ausgestellt. Okay. Normalerweise natürlich mit. Ich sehe viele Leute, die ohne Weizenfelder spielen. Ja, ich glaube, warum. Das ist, weil das halt einen Heileffekt hat, den man auch so mitnutzen kann. Okay. Und ich kann dir gleich einen Heileffekt zeigen, der vielleicht noch ein bisschen effektiver ist in diesem Bild. Genau, die Buchothek ist total geil. Die mag ich mega gerne. Die machen wir jetzt auch direkt mal, um so ein bisschen Sachen zu triggern. Ich glaube, wir haben die Vampirfestung nicht mitgenommen. Das war nicht ganz so schlau. Nee, das hattest du gesagt. Genau. Aber das ist ja gut. Dann können wir in der nächsten Run einfach alles mit Vampiren machen, denn davon gibt es ganz schön viel. Aber das ist sie, ja, die Sirene. Die ist auch relativ stark. Ja. Das sieht man, ja. Ah, und sie verteilt ihren Schaden einfach an die Nebenstehenden. Das wird eng. Wir haben es überlebt, oh mein Gott. Oh, Geist. Aha, unser Vampirschloss. Also, okay. Vampirschlösser sind also ganz... Also doch. Ja, voll cool. Ah, ich glaube, ich habe die Dings weggemacht, den Friedhof. Ah, okay. Also, erstmal machen wir jetzt eine Hafe. Wenn man nämlich hier 9 Steine oder Felsen zusammen hat, dann beschwert man eine Hafe und kriegt ganz schön viele Items. Und... auch TP. Ja, ich habe noch mal eine Frage. Ja. Kannst du, weil ich es im UI nicht ersichtlich fand, kann man den Berg rausnehmen und nur die Felsen mitnehmen? Nee. Nee, ach so, okay, alles klar. Gut, auch mit den Wäldern ist das auch so und mit den Dünen ist das auch so. Okay. Das finde ich tatsächlich auch ein bisschen nervig, aber ich kann es verstehen. sonst wäre es vielleicht zu einfach oder so. Ja. Also jetzt machen wir gerade tatsächlich das, was in unserem Titel stand, nämlich wirklich die schwierigsten Karten bekämpfen, weil wir das so blöd gebaut haben, dass wir jetzt hier ein Goblin-Lager haben. Immer wenn man hier nämlich 10 von generell auf der Map hat, bekommt man ein Goblin-Lager. Wenn wir da jetzt noch einen Sumpf zumachen würden, hätten wir ein Goblin-Lager mit einem Scharfschützen. Zum Glück haben wir das nicht.
Und wir machen jetzt ein Vampirschloss an ein Dorf dran. Das führt nämlich dazu, dass wir ein besuchtes Dorf haben. Das Besuch. Besuchtes Dorf ist die Übersetzung, interessant. Ich habe das am Anfang auch auf Englisch gespielt, dann habe ich es gestreamt und auf Deutsch gespielt und war total verwirrt von den ganzen Begriffen. Das ist auf. Ist das irgendwie. Was war das noch auf. Ghoul? Hieß das nicht sogar Ghoul Town? Ja, irgendwie so, ne? Also irgendwie, das machte auf jeden Fall mehr Sinn. Man wusste, was damit gemeint war, nämlich dass der Vampir da sich an den Bewohnern gütlich getan hat und da jetzt quasi Ghule leben. Ah, so habe ich das noch nie gesehen. Nein. Aber vielleicht heißt die Karte auch. Doch, die heißt aber so. Doch, doch, ich glaube auch. Also, ich bin mir zumindest bekannt vor. Ich mache mal kurz ein bisschen. Ja, jetzt haben wir auch ein Dorf-Fragezeichen. Das kommt immer bei 10 Wäldern. Und das ist ein Dorf, das bringt alle 2 Tage, ja, das alle 2 Tage einfach einen hölzernen Krieger hervorbringt. Der Krieger, den finde ich persönlich sehr gut, weil für die Nekromanten, wenn man genug maximale Skelette hat, steht der Nekromant einfach nur da und heilt sich die ganze Zeit selber, wenn man Regeneration hat. Oder wenn man diesen Perk hat, dass wenn ein Skelett stirbt, dass man dann 3% TP wieder zurückbekommt. Ist halt super gut, weil dann stirbt halt ein Skelett durch den Zurückschlag von dem, wie nennt man das denn? Gegenschlag? Konter? Konter, genau. Konter von diesem Holzkrieger. Und wir laden die ganze Zeit einfach nur unser Leben auf. Ach ja, und natürlich die blühende Wiese, die ist halt super basic, deswegen habe ich sie gar nicht erwähnt. Die blühende Wiese kommt immer, wenn man eine Wiese neben ein anderes Feld tut Das und keine Wiese ist. das keine Wiese ist. Und die heilt, also normalerweise heilt die Wiese zu Beginn jedes Tages nur 2 TP. Wenn man die daneben tut, sind es 3. Und das stackt sich natürlich, wenn man das überall macht. Und auch Mit dazu. Chronokristallen 6. Genau, das wollte ich. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Genau, das machen wir dann nächste Runde. Ja. Ich habe die Kristalle nämlich auch gar nicht dabei. Also du sagst ja selbst, das ist basic, aber ich kann irgendwie nicht ohne Chronokristalle. Also ich möchte immer Chronokristalle und Wiesen dabei haben. Ja, das Ding ist, als ich das erste Mal ein Chronokristall bekommen habe, war das, während ich gestreamt habe und einer im Chat meinte halt, boah, die Chronokristalle sind so useless. Deswegen waren die ersten 2 Kapitel für mich so, ach, Chronokristalle brauchst du gar nicht. Das ist halt schon krass, wie sehr andere Leute einen beeinflussen können. Ja, klar. Und ich habe auch voll oft darüber nachgedacht, warum so viele Leute diese Dünen benutzen. Ich benutze die nie, weil die einfach zu viel Negatives bringen. Da ist übrigens der Blutklumpen. Ah, und für die Nekromanten ist als goldene Karte auch diese Gruft, die ich gerade hingestellt habe, am besten, weil die gibt dir einen einzigen Regener. Also wenn man stirbt, wenn man einmal wiederbelebt. Und jedes getötete Monster gibt dir auch nochmal Heilung. Das wird knapp. Oh je. Na, egal, wir haben ja noch ein Leben. Ha. Damit hat sie nicht gerechnet. Hast du das blöde Gesicht gesehen, das sie gemacht hat? Ach ja, der Spiegel hier ist ganz gut für den Sturmtempel. Aber das sind auch so Kombinationen, die ich super schwierig finde. Wenn ich zum Beispiel ein Sturmtempel hier mitnehme, muss ich erstmal ausstatten und dann das Bild hier wechseln. Und das finde ich persönlich immer super nervig. Weil ich, also wenn man es dann vergisst, muss man wieder zurück und blablabla. Das hier erwähne ich nur mal ganz kurz. Das Merklabyrinth ist ein Labyrinth, das
vorgibt, sehr useless zu sein, aber es ist ganz wichtig, wenn man den Boss relativ früh beschwören will, denn das füllt die Leiste um ein Drittel oder so, die Bossleiste. Genau, und das Arsenal, das zeige ich mal jetzt, weil das finde ich auch relativ spannend, vor allem beim Nekromanten. Genau, die Chronokristalle, Sumpf lasse ich Horror, mal da. Ich hasse es, Karten rauslegen zu müssen. Ja, das habe ich aber bei jedem Kartenspiel. Ja. Das gibt mir so richtig so Choice Paralysis, so, dass ich mich echt nicht entscheiden kann. Ja, fühle das. Echt lustig, dass sie für den Nekromanten immer noch diese Anfangsausrüstung vom Krieger dir hinschmeißen, die du nicht benutzen kannst. Ja, dass das auch nicht wechselt von Chapter zu Chapter. Ja. Also, gut, dass du es erwähnst, denn wir haben das Arsenal. Und das Arsenal können wir irgendwo hinstellen. Und dann darf man nämlich noch ein weiteres Rüstungsstück mit ausrüsten. Mhm. Ja. Und ich dachte zuerst, okay, beim Nekromanten das Schild, was bringt uns das? Aber das ist ganz cool, weil beim Nekromanten gibt es nämlich ganz abgefahrene Schilder, die es bei den anderen Klassen nicht gibt. Mhm. Ja, jetzt haben wir wieder den Anfang. Da passiert natürlich nicht so viel. Ja, das müssen sie auch ein bisschen beschleunigen alles. Also ich habe gelesen, dass sie planen, eine neue Geschwindigkeitsstufe einzuführen, oder? Das wäre das Sinnvollste tatsächlich. Es gibt ja auch irgendwie voll viele Cheats mit Geschwindigkeiten. Offiziell oder? Nee. Ja. Ah ja, die Chronokristalle. Da macht man auch direkt mal Wiesen dran. Machst du das auch für die Wiesen? Ja. Genau. Und auch immer schön an die Ecke, damit du an beiden Seiten einen platzieren kannst, ja. Genau. Man kann natürlich auch überall welche platzieren, also nicht an den Straßen. Ja, mache ich auch. Teilweise werfe ich die Steine, Felsen und Bergekarten auch dafür quasi dahin, damit ich das machen kann. Ich weiß gar nicht, ob das so, ich bin in Mathe ganz schlecht, ich weiß gar nicht, ob das rechnerisch überhaupt Sinn macht, aber oder ob die Felsen nicht anderswo besser aufgehoben wären. Aber man kann eh nicht mehr als einen Gipfel haben. Deswegen. Ja, genau. Also mache ich halt auch, weil das ja überall dran geht. Also, genau, und das ist halt verstärkt. Jeden Tag ist es halt Regeneration. Ne? Und wenn ich das dann maximieren kann, dass da eine Wiese drum rum ist, dann pro Wiese sind es dann 6, glaube ich, ne? Am Tag. Genau. Und hier, du kannst ja quasi 4x6. Wiesen, also 4x6 Punkte genau. Pro Chronokristall rausholen. Ja, genau. Und sonst wären es halt nur 4, also. Also sonst machst du halt mit 4 Wiesen halt 8 Punkte, beziehungsweise 12, wenn du da was nebenstellen kannst, aber mit Chronokristall halt 24. Sonst sind die auch für nichts gut. Nö, sonst die rächen sich halt auch, wenn man sie schlecht platziert, ne? Also. Ja. Weil dann die doppelte Zahl an Monstern muss man dann auch nicht unbedingt haben. Wenn du sie neben eine Ruine stellst, wär's natürlich. Ja. Richtig bitter. Ich hatte noch nie so viele Flüsse hintereinander. Warum kriege ich das nicht in meinen normalen Run? Ist immer so. Ja, ich will nämlich gerade einen hungrigen Hain machen. Und ich will euch den Sturmtempel zeigen, wenn man den nämlich hier hinsetzt. Der kann nämlich nicht umsonst nur diese Dinger hier. Verbrennt er alle Welt weiter. Oh, wow, okay. Nice. Alles klar. Noch nie gemacht. Und dann geben die nämlich nicht mehr Angriffstempo, sondern 0,5 Magieschaden. Cool. Genau, und jede Waldkarte, die man dann noch dazu platziert, macht den Effekt direkt mit. Super, cool. Nee, Sturmtempel. Ah, hier. Ja, es
Ich weiß auch nicht, meistens, ich habe irgendwie meistens das Gefühl, dass die Blitze immer nur mich treffen. Insofern habe ich das dann irgendwann gelassen. Ah, okay. Ich habe noch nie einen Blitz mitbekommen, glaube ich. Das sollte doch eigentlich jede 5 Sekunden passieren, oder? Das ist in den Kämpfen, kannst du das sehen. Wenn du die, wenn du den, auf den, also wenn der, wenn du den quasi abgleichst mit dem Weg, dann, und dort ein Kampf stattfindet, schießt der Blitze auf die Monster und auf den Spieler. Ach so, erst wenn das am Weg ist. Ja, hast du immer nur die Bäume abgefackelt? Ich habe immer nur die Bäume abgefackelt. Ah, okay, alles klar, ja, cool. Dann hatte ich meinen Mindblown-Moment und jetzt hattest du deine auch. It's true. Also, wenn man, das passt super. Denn wenn hier ein neuer Tag angebrochen ist, bei diesem Goblin-Lager, kann man mit Vergessen einen kosmischen Schleim aufrufen. Okay. Der sollte da jetzt auf diesem Feld auftauchen. Das Interessante ist, man sieht das halt gar nicht. Und als ich den zum ersten Mal hatte, dachte ich, irgendwie der Spawn total random. Aber man kann das tatsächlich beeinflussen. Mhm. Und der bringt dann auch diese kosmischen Kugeln als Item. Ja. Die braucht man ja. Wir brauchen sie nicht, kosmische Kugeln. Gestern noch beim Edeka gewesen. Für kosmische Kugeln. Ja. Das wollte ich auch noch zur Grafik sagen, dass das so simplistisch ist auch, dass hier ja nicht so viel passiert im Bild. Ja. Das passt halt auch total zu der Story, ne? Ist ein total gutes Game-Design. Ja. Und auch generell Frage, also am Anfang dachte ich, dass die Story so ein bisschen moralisch ist, so von wegen, warum kämpft die denn jetzt gegen diese ganzen Monster? Die wehren sich ja auch anscheinend und sagen dann irgendwie, warum kämpfst du denn gegen uns? Also die Harfien sagen das, glaube ich, ganz am Anfang. Ja, genau. Und so ein bisschen auf die Tränendrüse. Genau, genau. Da war ich so, geht das in die philosophische Richtung? Aber jetzt, also so im dritten Endboss, glaube ich das schon nicht mehr. Ja. Wäre irgendwie ein Gedanke gewesen, den man hätte richtig cool weiterführen können. Ja. Ach, hier, zum Beispiel das hier. Ich habe hier so ein Knochenschild für Skelette und so ein Nekromantenschild für die Beschwörkunst, genau. Mhm. Ist eigentlich ganz geil, dass da extra für jede Klasse so eigene kleine Dinge sind. Wobei ich schon das Gefühl habe, beim Nekromanten sind so sehr viele Eigenheiten. Der ist ja wirklich komplett anders. Ja, klar. Ist ja auch die dritte Klasse und dann kann man dem Spieler schon ein bisschen mehr was zutrauen, ne? Ja, stimmt. Ist eigentlich ganz cleveres Balancing. Da ist er. Der Dunkelschleim. Ach ja. Ich mag den Perk beim Nekromanten, wo er ein maximalen Skelett komplett das umsonst dazu bekommt. Mhm. Kommt aber super selten. Aber das finde ich tatsächlich auch ganz cool, dass hier die Perks je nach Klasse sich unterscheiden auch. Ja. Oh ja, Oh weh. Oh, der ist so geil. Ich wurde schon einmal getötet. Ja, schaffen wir das noch? Also das mit dem Bluthain würde ich eigentlich gerne noch zeigen. Und die Spinnen, die sind eigentlich ganz gut, um sie um das Lager herumzubauen und dadurch halt ein paar gute Anfangs-Items zu bekommen. Aber zu viele Spinnen werden sehr schnell sehr nervig. Ja, absolut. Ah, und ich finde diesen Genre-Mix auch total verrückt. Also... Ja. Das ist nicht einfach zu erklären, das Spiel, so im Vorfeld, ne? Ja, ja. Ja, es ist auch ziemlich schwierig, da irgendwie so einen Genre-Stempel drauf zu drücken. Es ist halt, es ist ein Deckbuilder, es ist ein Rollenspiel, es ist ein Idle-Game, aber irgendwie ist es auch gleichzeitig... Ein RPG. Es ist mehr als die Summe seiner Teile, so, ne? Also genau. Fühlt sich ziemlich ungewöhnlich an, das zu spielen. Also so idle ist es jetzt auch nicht, jetzt mal abgesehen vom Anfang, dass man das jetzt so laufen lassen könnte, aber man muss schon, ich
also die Ausrüstung ziemlich aktiv anpassen, weil so ein Loop dauert ja nicht lang. Und dann hast du halt wirklich das Problem, dass die Gegner jeden, also immer mit jedem Loop einmal aufleveln und du musst halt ständig an der Ausrüstung feilen und darfst dabei nie den Gesamtbild so aus den Augen verlieren, ne? Ja. Schon ziemlich aktiv, auch wenn man nichts selber macht eigentlich, ne? Wenn der Charakter nimmt einem alles ab, aber trotzdem ist man ständig am Schieben und am Machen und am Überlegen. Ja, genau, und man weiß halt nicht so, man kann halt überhaupt nicht definieren, wer du als Spieler bist, so. Ja, genau. Genau, ich mach mal kurz einen Stützpunkt hier einfach zum Zeigen. Denn die dich eigentlich unterstützen, normalerweise kommen jetzt noch drei Krieger und unterstützen dich. Mhm. Aber jetzt wird man ab und zu, wenn es irgendwann passieren sollte, nee, passiert nicht, weil die zu schwach sind, wird man mit Hageln beworfen, also mit Pfeilen beworfen. Die Gegner aber auch. Also okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Okay, jetzt machen wir hier einen Bluthain hin. Der Bluthain ist normalerweise etwas, das man an diese Haine machen kann, logischerweise, oder aber auch an Wälder. Wenn man hier zum Beispiel Wälder langlaufen lassen würde, kann man da auch einfach die Bluthaine dran. Oh, das heißt, du kannst den Bluthain spielen, ohne dass du den, ja, wie heißt es auf Deutsch? Den Hain. Also das, den Hain, ja, klar. Genau. Mit drin haben musst, ja. Das ist ganz praktisch für das Deckbuilding. Aber wenn man jetzt die Quelle entfernt, von wo der kommt, der ist nämlich ganz geil, weil der bringt manchmal auch so einen Golem hervor, so einen Blutgolem. Ja. Aber ich glaube, irgendwie nach vier Runden. Aber der nimmt die Monster immer mit, wenn sie weniger als 15 TP haben. Das heißt, man genau, muss da frisst sie einfach, ne? Genau, die letzten Schläge nicht machen. Das ist halt richtig gut, wenn du richtig viele Monster hast. Ja. Aber das Geile ist, wenn man jetzt die Quelle, wo der herkommt, entweder den Wald oder eben den Hain wegmacht, dann verwandelt er sich in einen hungrigen Hain und der verschlingt die Gegner, die weniger als 20 TP haben. Und gelegentlich soll der wohl den... 5%, ja. Genau, also auf 5% mehr. Gelegentlich soll der wohl den Helden auch angreifen. Passiert mir aber ehrlich gesagt so gut wie nie. Ja. Und jetzt gehe ich auch noch mal kurz raus. Und nehme noch für eine letzte Runde nehme ich noch die Weizenfelder mit rein. Denn die sind auch sehr interessant. Ich nehme mal hier was weg, damit wir schneller an die Karten kommen, die wir brauchen. Oder wir vergessen das Dorf hier einfach. Dann passiert es nämlich auch. Dann werden die nämlich genau. Zu wilden Feldern. Und die sind sehr stark, aber die bringen viele gute Items. Weil es Schwärme sind und weil... Ja, eigentlich macht es schon Sinn, das genau dahin zu bringen. Was passiert dann eigentlich? Ach, dann werden die wieder zurückgedingst. Ah, ja. Aber dann kriegen wir auch ein Dings, obwohl wir nur ein Dorf platziert haben. Okay, das ist also... Dumm. Zählt die, die totale Menge an Dörfern, die man platziert hat. Ja. Da ist ein Bandit. Aber das Schlimmste an Banditen ist nicht mal, wie sie kämpfen, sondern dass sie uns Items klauen. Ja. Das erste Mal war schlimm. Ich dachte erst, ob Items irgendwie kaputt gehen können oder sowas. Hab ich auch gedacht. Oh, wieder ein Tag rum. Wir haben wieder nicht drauf geachtet. Echt jetzt? Oh. Ja, diese Blutgolems, diese Fleischgolems finde ich auch relativ schwer. Jo, das sollen sie auch sein. Aber ich weiß gar nicht, ob die was Gutes droppen. So, bei denen hier ist mir das aufgefallen. Ich habe so lange als Rogue gespielt, dass ich gar nicht mehr weiß, wer was droppt, weil ich immer nur Bounty Token. Ah ja, ja, das stimmt. Ah ja, doch, war nicht schlecht. Da, die Wolke, die meinte ich. Die ist mir noch nicht so ganz klar, die auftaucht. Kann ich dir auch nicht antworten. Ach, da ist es. Da ist der erste Folion. Wie spricht man das aus? Foliant.
Foliant. Also kann man auch auf Deutsch sagen, denke ich. Okay. Genau, also das ist einfach ein magisches Buch, das super unberechenbar ist, weil es der Schaden von 0 bis 200 variiert. Mhm. Und den beschwört jede Bibliothek, die leer ist, als okay. Basismonster. Ja. Ach ja, und die verleiht jedem anderen Monster auf ihrer Seite auch ein magisches Schild, wie wir das ja haben. Mhm. Genau. Die Grenze des Unmöglichen hier finde ich auch immer ganz gut, weil du die Chance hast, beim letzten Skelett zwei Skelette statt nur einem zu beschwören. Und okay. Das ist ein richtig guter Tausch. Genau, ich hatte irgendwo gesehen, dass die Laterne, aber es könnte auch ein anderes Feld gewesen sein, dieses Buch noch in irgendwas anderes verwandelt. Oh Gott, oh. Wie gesagt, unberechenbar. Ah, noch ein bisschen, damit wir durchstehen. Denn hier kommt schon unser Vampir. Und dann kann ich euch hier schon die letzte Karte zeigen. Ach, die andere Bibliothek ist gar nicht leer, glaube ich. Oh, Fledermäuse. Aber Schwärme sind immer ganz gut, weil die so... diese Teile hier geben, die Kugel des Handwerks. Und die ist auch relativ yeah. schwer zu bekommen. Das könnten wir doch an diese Bibliothek tun. Da gehe ich doch gleich lang, ne? Ja. Da ist sie, die Vampirmagierin. Die hat nämlich... die hat zwei Perks, die relativ interessant sind. Und zwar wird sie nach ihrem Tod selbst zu dem Buch, das sie hält, was man ja sonst immer eigentlich kriegt. Mhm. Genau, und sie ist natürlich wie der Vampir. Sie ruft auch diese ganzen Fledermäuse hervor. Allerdings, wenn die TP schon unter 50 fällt. Oh, okay. Ich glaube, beim Vampir ist es, wenn die unter 40 fällt oder so. Also, glaub ich, ja, oder noch niedriger. Oder, ja... Bin ich mir nicht sicher. Können wir ja gleich nachgucken. Ja. Genau. Aber dann haben wir schon alle gesehen. Yay. Was nicht heißt, dass man das selber, wenn man das Spiel neu kauft, alles an einem Abend irgendwie, das dauert eine Weile, bis man das alles entdeckt. Und dann, wir haben jetzt ja auch mehrere Runs gebraucht, um alle Kartenkombinationen zu zeigen. Vier Runs waren es jetzt, glaube ich, oder? Vier oder fünf, aber ich habe zwischendurch auch einfach ausgemacht. Ja, ja. Also abgebrochen. Genau. Genau, also man muss halt gucken, welche. Ich warte noch kurz, bis wir oben sind. Also es ist wirklich sehr praktisch hier mit dem Festhalten. Ja, voll. Genau, hier ist es unter 50 auch. Ach krass. Ah, ich habe es mit dem Blutdurst, glaube ich, verwechselt, oder? Nicht sicher. Ja, da ist es unter 20 nämlich. Mhm. Auf jeden Fall auch bei 50% sehr nervig. Ja, ich glaube, das Farm ist tatsächlich das, was am längsten dauert. Ja, total. Und ich habe auch immer noch nicht meinen Wunsch. Also das ist halt beim dritten Boss, muss man mega drauf achten, was man... hier hat, bei der Ausstattung. Ich glaube, das ist auch vielleicht der Grund, warum du aufgehört hast. Ja, ja, das und dass man halt auch noch andere Spiele zu spielen hat. Ja, stimmt. Aber ja, es war, genau, im weitesten Sinne, alles, was man zwischen den Loops macht, hat mir ein bisschen zu lange gedauert, das Metagame da voranzutreiben. Also, da hat es mich dann einfach irgendwann so ein bisschen rausgekriegelt. Aber ich spiele es immer zwischendurch mal wieder, aber dann auch bin ich nicht mehr gut genug oder bei der Sache genug, um da dann besonders weit zu kommen. Ja, aber ich habe jetzt durchaus Lust, das nur mal zu probieren. Also ich muss auch oft dran denken. Also das hat das Spiel schon an sich, dass sich das so ein bisschen reinbohrt. Man will es dann auch irgendwie zu Ende machen, oder? Ja, irgendwie schon. Auf jeden Fall eine schöne Überraschung. Ja.
auch krass, dass es so am Anfang des Jahres in dieser, wie soll man sagen, in dieser Gaming-Wüste, die gerade so ein bisschen geherrscht hat, dass es da zum richtigen Zeitpunkt rauskam. Ich habe das jetzt nachträglich, nachdem ich auch mit dem Test durch war, gesehen, dass Devolver sich auf den Game Awards irgendwie letztes Jahr selbst das Spiel des Jahres schon verliehen hat für Loop Hero. Naja, die waren da auf der Bühne und haben sich dann selbst das Spiel des Jahres überreicht schon. Ach geil, ja, Devolver machen ja immer so verrückte Shows. Ja, muss man auch nicht mögen, ist auch nicht immer, nicht immer super cool, was sie machen, aber meistens schon. Und ja, also die CEO-Frau, die Schauspielerin, die spielt, ist dann auf die Bühne gegangen und hat sich schon mal vorauseilend Spiel des Jahres verliehen. Aber wie witzig, dass die sich dachten, ja, das ist das Konzept. Genau das ist das Konzept, mit dem wir die Leute kriegen werden. Ja, naja, also ich meine, da war natürlich auch ein bisschen Selbstironie dabei, aber spricht schon dafür, dass sie selber wissen, was sie haben. Mhm. Ja, also die schätzen sehr gut die Qualitäten ihrer Spiele ein meistens. Ja, ja, finde ich auch. Ich will mir auch endlich mal irgendwann bald Runa angucken, wenn ich da mal Zeit für habe, weil das sah ziemlich cool aus, so als Top-Down-Shooter. Das könnt ihr immer ganz gut, Hotline Miami. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, gut. Das war's. Fazit. Super Spiel. Wie gesagt, man muss ein bisschen Liebe für Grind mitbringen, aber ich glaube, es ist auch tatsächlich immer wieder für eine Runde zwischendurch auch mal ganz gut. Ja, fand ich auch. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht und ihr hattet Spaß und habt ein bisschen was mitgenommen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, ich mich auch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.